1, 2, 3, 4. Hammer Talent and Women's Lip. Aha. Vielen Dank. Schön, dass Sie sich Ihren Abend so einteilen konnten, dass Sie jetzt bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben ein sensationell vollgepacktes Programm mit Traumgästen und mit einer wichtigen Meldung aus der Politik. Sie wissen, wir haben es gestern hier vermeldet. Verona Feldbusch möchte in einigen Jahren in die Politik gehen und die Parteien reißen sich um sie. Die Parteien sind verrückt nach ihr. Zu Bundestagspräsident Thierse darf sie schon Captain Iglo sagen. Was dafür? Dann, Fans von den Backstreet Boys hier heute Abend? Ja, wir alle werden älter. Da treibt sie wahrscheinlich schon auf Ibiza rum, diese junge Pack. Während ich hier arbeite, um eure Renten zu sichern, ihr Alkoholiker. Denn das ist das Thema von Backstreet Boys. AJ. AJ, nicht OJ, Mana, sondern AJ. AJ. AJ von den Backstreet Boys ist, und das macht ihn sympathisch, Alkoholiker. Was heißt Alkoholiker? Nein, er hat ein Alkoholproblem. Er hat sich so die Rübe weggesoffen, dass er nach den Shows die Stofftiere ins Tierheim gebracht hat. AJ, AJ, ich kenne nicht mal mehr einen Hit. Wie heißt der bekannteste Hit von den Backstreet Boys? Sagt mir nichts mehr, sagt mir nichts mehr. Ich habe die Popmusik abgeschlossen mit den Tennessee Three. Carl Perkins and the Tennessee Three. Ihr kennt sie, oder? I was born in a burning ring of fire. Damals 1952, als ich meine letzte Pop-CD gekauft habe. Seither klaue ich hier abends die Platten der Gäste, musikalisch. AJ von den Backstreet Boys war so besoffen, ja, er hat nicht mehr die Linie vom Koks getroffen. Jetzt muss hier die Tour abgebrochen werden. Und dann, wir lassen uns täuschen über das schöne Wetter und die bauchfreien Girlies in den Innenstädten, aber es steht schlecht um Deutschland. Nur noch 1% Wirtschaftswachstum, Stellenabbau, Pleitewelle, Kurzarbeit, es ist ganz, die Arbeitsmarktprognosen sind so schlecht, ja? Viele Arbeitslose haben heute aus Protest eine Stunde die Schwarzarbeit niedergelegt. Die CDU, meine Damen und Herren, unsere großartige Partei, die CDU hat festgestellt, die Wirtschaft befindet sich im Sturzflug. Und die CDU kann das beurteilen, denn sie hat die gleiche Flugrichtung. Die Wirtschaftsprognosen sind so schlecht, bei offiziellen Anlässen hisst man schon die Flagge der Telekom. Aber wir sind stolz auf die Deutsche Telekom und auf unser Team. Deutsche Telekom bei der Tour de France. Erik Zabel schon 2 Etappensiege. Jan Ullrich nur 30 Sekunden hinter dem Führenden im gelben Trikot und nur 3 Sekunden hinter Lance Armstrong vom US Post Service. Morgen geht es in die Alpen, glaube ich. Oder in die Vogesen? Wo geht es morgen hin auf der Tour de France? Ja, interessiert sich hier keiner für gar nichts. Das ist doch unglaublich. Oder arbeiten Sie, wenn die mittags übertragen wird? Oder was ist das? Wir gucken das an, jeden Mittag 6 Stunden. Das ist die Kirche von Ire-le-Sac, 1251 gebaut und 3 Meter höher als erwartet. Jürgen, Herbert Watteroth und der Ingo Dubinski des Radsports. Wie heißt er jetzt? Das komme ich nicht drauf. Wie heißt er denn? Ist der Manuel schon da? Wie heißt er denn? Hagen Bostorff hat eine sehr geile Gesichtsfarbe, weil er hat eine größere Sonnenbrille von der ARD als im letzten Jahr. Und er sieht jetzt oben und unten aus wie ein Bergarbeiter und in der Mitte ganz bleich. Hagen Bostorff. Dabei hat mir der Arzt gesagt, die Nissen seien weg. Sind Menschen hier, die Urlaub in Italien planen, meine Damen und Herren? Da
da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Vorsicht, Italien wird jedes Jahr kleiner. Italien verliert von Jahr zu Jahr 1,5 Meter an Küste. Es hat allerdings den Vorteil, dass der Weg vom Hotel zum Strand kürzer wird. Meine Gäste heute Abend. Meine Gäste heute Abend. Die einzige Motorradberufsrennfahrerin, die es geschafft hat, in dieser knallharten Männerdomäne einzubrechen und in diesem Jahr bereits 2 Punkte gesammelt hat in der Weltmeisterschaftswertin. Heute bei uns Katja Pönsken. Mein zweiter Gast ist ein fabelhafter Schauspieler. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn nach vielen, vielen Jahren, in denen ich ihn am Bildschirm bewundert habe, endlich mal persönlich kennenlerne. Er ist unter anderem auch die deutsche Stimme von Bruce Willis und Gérard Depardieu. Und er hat jetzt Kassetten besprochen mit Jerry Cotton. Und Sie wissen, ich habe in meiner Jugend Jerry Cotton verschlungen. 600 bis 700 Hefte habe ich gelesen. Und jetzt, wo meine Augen trüben werden, kann ich das hören. Hören, da, den. Jerry Cotton auf CD. Heute Abend bei uns Manfred Lehmann! Motorrad, Profifahrerin Katja Pönsken und meine Damen und Herren, Manfred Lehmann, ein großartiger Schauspieler, deutsche Stimme von Bruce Willis und von Gérard Depardieu. Und er hat Jerry Cotton auf Kassette gesprochen, für alle, die es lieber hören statt lesen. Das hier sind die aktuellen CDs. In Aspen ist die Hölle los. Route 66, Straße zur Hölle. Mir blieben nur noch Stunden und Blutnacht auf dem Airport. Habe ich zum Teil, glaube ich, schon gelesen. Echt? Ja, ist irre. Wir können das nachher mal in Ausschnitt hören. Das ist großartig gemacht. Und es ist auch für mich eine Erleichterung. Weißt du, eigentlich wollten wir es jetzt hören. Wir wollten es jetzt hören? Ja. Jetzt schon? Ja. Ich bin völlig durcheinander, weil mir Hagen Bostorff nicht mehr eingefallen ist. Dieser Name. Mensch, weißt Hagen Bostorff. Ja, Hagen Bostorff. Hagen Bostorff, der heute noch gesagt hat, dass die Kirche in Irles-le-Sec 1241 renoviert wurde. Auf dieser 8 Stunden lang. Hättest du es gewusst, Hagen Bostorff? Ja, ich hätte es gewusst. Ja. Ja. Du machst ja auch den ganzen Tag nichts anderes als das Gucken. Ja, eben. Deswegen weiß ich auch, dass es morgen weder in die Alpen noch in die Vogesen sondern? Geht. Ziemlich flach. Mannschaftszeitfahren. Mannschaftszeitfahren. Und das ist der letzte Satz von Jürgen Emich heute gewesen in der Reportage. Das Klassement, das Sie jetzt sehen, meine Damen und Herren, wird morgen ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Wie sieht das die Chance von unserem fantastischen Team Deutsche Telekom aus? Also ich würde sagen, wenn Sie ein bisschen schneller sind als letztes Jahr, wo Sie 40 Sekunden auf US Postal hatten. Das ist das Team von Lance Armstrong? Genau, da können wir glücklich sein. Also ich denke, morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Und das ist Fachsprache übrigens. Morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Das heißt nicht, er rast in ein Telefonhäuschen, sondern er fährt ins gelbe Trikot. Uns interessiert das, die Fachsprache, das Loch zu fahren. Das Loch zu fahren. Der Patron der Tour. Der Patron der Tour. Und die Tour hat wieder einen Patron. Das ist eindeutig Lance Armstrong. Ja, aber man mag ihn nicht, wie heute. Wieso? Wieso mag man ihn nicht? Weil Rudi Altig hat gesagt, man mag nicht. Rudi Altig, ein großartiger Kommentator, eine Legende, Verfasser des Buches 11 Speichen müsst ihr sein. bei Jürgen Ehm. Ich habe ihn gerade noch gesehen, um 17.11 Uhr, wie er noch mal das zusammengefasst hat, den heutigen Tag. Genau, und er hat gesagt, es hat Tradition. Man hat nicht Ino gemocht, sondern den zweiten. Man hat Polydur gemocht und nicht so Eddie Merckx. Man hat aber Eddie Merckx nicht gemocht? Nein, das war doch der Kannibale aus. Nein, es ist. Man hat der Kannibale! Der legendäre Spitzname von Eddie Merckx. Und man hat auch Miguel Indurain nicht gemocht? Nein, das war ja stinkelangweilig. Der ist ja immer nur mitgefahren, hat ein Einzelzeitfahren gewonnen und aus. Nein, man braucht die Emotionen, man braucht dieses Verlierertum in Frankreich. Richtig. Und warum fährt Boris nicht mit? Scheiße, ist man der Berg. Das würde man sehen wollen. Genau. Oder, wartet mal, da war eine Alte, ich halt schnell. Das war irgendwie. Oh, Moment, ich sag mal. Hallo. Obwohl, ich glaube, Boris müsste dazu nicht mal absteigen. Einfach ein Stück mitnehmen und dann. Adios. Hier ist die Nummer von meinem Anwalt. Also morgen fährt Lance Armstrong. Wie ist das Team von Once zu bewerten? Der spanische. Once. Ach, die fahren. Kein Star. Nein. Deutsche Telekom, morgen. Jan, wird Jan rangefahren von seinen Leuten an? Naja, die sind halt außer Jan nicht so stark im Zeitfahren. Also, naja, Schadensbegrenzung.
Wo ist das Einzelzeitfahren, das Mannschaftszeitfahren morgen? Von Le Roy nach Le Rondon de Liverdi. Heute wurde in Huy gestartet, kenne ich, bei Lüttich. Huy, genau. Huy bei Lüttich. Huy. Hinter Lüttich schon, zu, auf dieser gefährlichen Autobahnabfahrt, wo es auf der einen Ecke Richtung Luxemburg geht, auf der anderen Ecke Richtung Paris, wo ich schon teilweise schwere Unfälle fast gebaut hätte, wenn nicht wirklich noch osteuropäische Kleinwagen noch orientierungsloser gewesen wären. Und hinter mir den Hungaro-Kamion abgefangen hätten. Hungaro-Kamion. Ich keine Vorteile gegen Hungaro-Kamion, aber wenn ich Hungaro-Kamion hinter mir sehe, mache ich Pause. Ja. Dann weiß ich, 84 Stunden und Kaffeepulver roh. Zum Wachbleiben. Ja, und dann ging es ja heute über die französische Grenze in die Region Meuse. La Meuse. Mhm. La Meuse, die Masse. Und auch eine berühmte belgische Tageszeitung. Als ich noch Steuerflüchtling war in Belgien, habe ich oft La Meuse. Bonjour La Meuse, s'il vous plaît. Keiner hat es kapiert außer mir. Und morgen geht's von Verdun nach Bar-le-Duc. Bar-le-Duc ist ein fantastisch. Von Verdun nach Bar-le-Duc, das ist eine traditionsreiche Strecke. Ja, absolut. Schon immer gewesen. Schon und viel Wind. In frühen Jahren von Verdun nach Bar-le-Duc. Bar-le-Duc ist ein berühmter Bahnhof. Ich erinnere mich aus meiner Interrail-Zeit, als ich ja von Stuttgart nach Kreta fahren wollte, aber über Straßburg gefahren bin, weil es dort nur 8 Mark gekostet hat bis zur Grenze mit Interrail, während es bis Salzburg 12 Mark gekostet hat. Ja? Und Bar-le-Duc, da hält der Schnellzug von Stuttgart nach Paris ungefähr um 3 Uhr morgens. Ja. Das ist Nancy, Metz, Nancy, Bar-le-Duc. Dann glaube ich Reims, weiß ich nicht genau, ob Reims auf der Stelle. Und da geht man von Verdun. Und sind das Berge der dritten, vierten und fünften Kategorie? Nein, ganz flach. Dürfen wir überhaupt reden? Das ist ja nur Berichterstattung, Zitatberichterstattung. Ja, eben. Wir zeigen ja keine Bilder. Wir zeigen keine Bilder, sondern wir zeigen Töne. Und zwar, meine Damen und Herren, Sie werden jetzt Töne sehen zu Hause. Setzen Sie bitte ganz nah vor Ihr Bildschirmgerät und drücken Sie bei der Fernbedienung auf ganz nach rechts bei Lautstärke. Denn jetzt spielen wir einen Ausschnitt vor aus einer, und du musst raten, aus einer CD von Jerry Cotton, gelesen von unserem Gast Manfred Lehmann, der gleich kommt. Und Sie können zu Hause raten, und Herr Andrack, der Patron der Tour, wird auch raten, aus welcher CD? Jerry Cotton. Moni grinste. Dann ging er in die Herrentoilette und zog eine Packung Kondome aus dem Automaten. Nancy, so hieß die Blonde, verließ die Damentoilette und sie trafen sich vor dem Lagerraum. Er machte eine Kopfbewegung zur Tür mit dem Schild »Privat« hin. Der Atem der Blonden beschleunigte sich. Sie sahen sich kurz um, dann betraten sie den kleinen Raum. Moni schloss die Tür und betrachtete danach die Frau eingehender. Ihre üppigen Brüste hoben und senkten sich. So heftig ging ihr Atem jetzt. Langsam zog sie sich ihr dunkelblaues Trägershirt über den Kopf und Moni fühlte eine Glutwelle durch seinen ganzen Körper rasen. Oh, das ist Jerry Cotton. Er zog sie an sich. Das war auch früher anders. Oberkörper mit Küssen. Früher spritzte irgendwie Hirn an die Wand Gürtel und so weiter. Seine Jerry großen Cotton. Hände packten ihre Gesäßbacken. Dann hob er die dralle Blonde auf einen schmalen Tisch. Das ist kein Jerry, das ist Jerry Cotton. Und dort nahm er sie mit drängenden Stößen. Das erinnert mich an Konzalik früher. Als sie ins Truckstop-Restaurant zurückkehrten, sah Moni den Mann, der ihm den Kaffee spendiert hatte, ungeduldig winken. Hey, Kumpel, wo bleibst du? Mike will ein paar Bilder von uns machen. Danke. Rief Winnie ganz aufgeregt. Ganz schön harter Stoff, das erinnert mich an Konzalik. Habe ich immer gesucht, weißt du, die Stellen. Da hinten sie. Der Arzt riss sich die Uniform, ihre Hüften drängten sich an sie. Das amputierte Bein behinderte ihn. Ja, aber das spielt ja immer irgendwo in Russland oder so, ne? Der Stumpf glühte, als er sie nahm und so. Heute Mittag habe ich eine wahnsinnig gut aussehende Frau gesehen im Fernsehen. Haben wir Zeit? Kann ich das erzählen? Oder muss ich jetzt was zeigen? Ich habe eine unglaublich gute aussehende Frau gesehen. Und zwar, ich sitze da kurz vor eins und warte auf Neues vom neuen Markt natürlich. Mhm. Ja, weil ich mir sage, wie sieht's aus im Penny-Stock-Bereich? Soll ich wieder reingehen bei, egal wo eigentlich, ja, für 30 Cent, da gucken wir nicht so genau hin. Plötzlich sehe ich eine unglaublich attraktive Blondine bei Busch stehen, bei Friedel Busch. Ich weiß gar nicht, ob Busch war. Ich habe nur noch auf diese Frau gesehen und ich dachte mir bei NTV, die schuld sind an den miesen Kursen im neuen Markt. Das macht NTV persönlich. NTV wie an der Tankstelle. Der Chef von NTV klettert abends mit der Leiter hoch und macht die Kurse auf niedrig. Ja? Gehen Sie zu NTV, beschweren sich dort. Und
Und um davon abzulenken, denke ich mir, stellen die eine wahnsinnig attraktive Frau da rein. Mhm. Stelle aber fest, es war kein Model, sah aus wie Nadja Auermann oder Claudia Schiffer. Es war eine Investmentbankerin von Solomon Brothers. Oder nee, Lehman Goldman. Brothers. Ja, wie? Goldman und Sachs. Goldman. Goldman, Solomon, Oppenheim. Goldman. Diese ganzen Namen klingen alle ähnlich irgendwie. Ist Goldman, Goldman. Von Goldman Sachs. Sachs früher, jetzt Sachs. Ja. Das ist Amerikaner. Goldman Sachs. Hast du auch ein Konto bei Goldman Sachs? Nein, hab ich nicht. Nein, du hast ja bei Direct Bank oder bei Ökobank. Nee, Direct Bank. Ja. Und Goldman Sachs und die Frau heißt Katharina König. Mhm. Katharina König. Und ich werde sie jetzt anrufen. Ich habe noch nie eine derart gut aussehende Frau bei NTV gesehen. Wir haben auch ein Bild von ihr, glaube ich. Wir haben ein Bild von ihr? Ja. Hier, das, schau dir mal das an. Bankerin bei Goldman Sachs. Ich denke wirklich, das ist sie sieht ein bisschen aus wie die Muse von Job. Weißt du, neulich hier war? Ja, oder Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ja, und das ist Katharina König und bei Goldman Sachs. Wie spät haben wir jetzt? Real time. Hast du keine Uhr? 20 nach 6. Danke, Susanne. Ja. Er muss erst zwischen alten Tempo suchen in der Hosentasche. Dass ich kein Freizeichen höre, ist das normal? Muss ich eine Null drücken? Nee, eigentlich nicht. Blick nochmal auf. Du musst eigentlich ein Freizeichen hören. Jetzt höre ich ein Freizeichen. 069, das kenne ich noch von Jürgen Schneider, als ich früher angerufen habe. Goldman Sachs. Diese Bänke haben so mehrere Namen so. Ah, I hear a free sign. Goldman Sachs again. Hallo, guten Abend, mein Name ist Harald Schmidt. Ich hätte gerne bitte Frau Katharina König gesprochen. Einen Moment bitte. Er will uns bestimmt veräppeln. Dass Sie keine Warteschleife haben, so. Money make the work. Hallo? Frau König? Nein, gern noch, aber Sie wissen doch, dass sie in London ist eigentlich? Frau König ist in London? Ich habe die heute Mittag auf NTV gesehen um 10 vor 1. Hallo? Ja, ich überlege gerade. Sie ist eigentlich based in London. Bitte? Sie ist based in London. Könnte sein, dass sie heute da ist. She's based in London. I've seen her in a German TV sender. Little poor. Pleite NTV. 10 vor 1, ich schwöre es Ihnen, hundertprozentig. Die muss doch heute bei Ihnen sein in Frankfurt. Oder ist sie schon wieder nach London zurückgeflogen? Ich stelle mal doch, ich probiere es mal. Kleinen Moment. Ja, danke. Diese Banker können sich nicht leisten, heute noch patzig werden bei diesen Kursen. Da geht es um Milliardensummen. Wenn die frech werden, bin ich sofort bei der Raiffeisenkasse. This is Goldman and Sachs. We're sorry for your Depot, but wir waren's nicht. Congratulations. 3, 2, 1, hero. So ist eigentlich, wenn ich meinen Eltern anrufe, meine Mutter muss meinen Vater aus dem Keller holen, weißt du? Investmentbanking ist natürlich eine Sache, in der es um Sekunden geht. Tokio, 10 Millionen raus, ja, yeah, rein, buff, bam. Ist das jetzt tot, oder? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich höre ja gar nichts. Hallo? Ich habe Ihre Mobilnummer, ich stelle sie durch. Kleinen Moment, bitte. Dankeschön. Mobil. Wahrscheinlich in so einem Privatchat mit Shampoos. So wünschen wir uns berufstätige Frauen in Deutschland, verstehst du? Nicht abgehetzt mit zwei Tüten auf dem Rad nach Hause schaukeln und so. Based in London. Frau König ist based in London. B.
Vielleicht sollst du in Berlin anrufen, dass es keine Bildstörung ist, sondern dass ich warte. Hallo? Hallo, Frau König? Ja? Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich habe eine Fernsehshow. Ich weiß nicht, ob Sie die Show schon mal gesehen haben, die Harald Schmidt Show. Doch, doch, die kenne ich. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, aber ich kenne sie trotzdem, ja? Ja, Sie leben in London, ja? Ja, genau. Wo sind Sie denn jetzt gerade? Ich bin in Frankfurt gerade. Und sind Sie noch in der Bank? Nee, bin ich nicht mehr. Wo sind Sie denn in Frankfurt? Ach so, ich bin unterwegs hier bei, wir sind mit Kunden heute Abend unterwegs. Mit einem Kunden? Ist, ja. ist das ein Banker oder ist das jemand, der Aktien platzieren möchte? Das sind alles Banker auch. Das sind alles. Ich habe Sie heute Mittag gesehen um 10 vor 1 bei NTV, ja? Ja. Und nicht nur, dass Sie das natürlich fachlich glänzend gemacht haben, sondern ich war auch unglaublich beeindruckt, wie attraktiv Sie aussehen. Ach Mensch, das ist ja nett. Nein. Naja, weil für uns bei diesen Kursen ist es natürlich wichtig, dass wir mindestens was fürs Auge eine Freude haben. Ja? Ja. Das ist mein Publikum. Das sind die kleinen Aktionäre von der Telekom, die ich heute Abend eingeladen habe. Leben Sie denn leben Sie in London? Ja. Wie lange sind Sie denn in Frankfurt noch? Ich bin nur noch heute Abend hier. Sie sind morgen schon wieder in London? Ja, ich bin wieder unterwegs. Wirklich? Und da gibt es auch keine Möglichkeit, das zu verschieben? Nein, ich meine, das geht nicht. Nein. Wir hätten Sie natürlich wahnsinnig gerne morgen hier in die Show eingeladen. Nein, leider geht das nicht. Werde ich nicht machen können. Das können Sie. Was haben Sie denn morgen in London für Termine? Sehr wichtiger. Ein Freund von mir wird 30, das ist ein wichtiger Termin. Ja, aber das 30-Jährige ist ja nur eine private Sache. Stellen Sie sich mal vor, die Eigentümer von Goldman & Sachs, wie heißen die eigentlich? Heißen die Goldman & Sachs? Goldman Sachs, ja. Ja, das ist ja eine unglaubliche Möglichkeit, PR zu machen für Ihr erstklassiges Bankhaus hier. Wenn Sie jetzt sagen, wegen einem 30-jährigen Geburtstag von so einem Typen, der ehemals wegen Devisenschwindel gefeuert wird, das sehen die Bosse bestimmt gar nicht gerne. Hallo, Frau ja. König? Ja, ich höre Sie. Können Sie den Termin nicht... Ich muss auf jeden Fall zurück. Sie müssen auf jeden Fall zurück? Ja, auf jeden Fall. Und wie viel ist der Termin? Haben Sie das mit der Geschäftsleitung abgesprochen? Natürlich, wissen alle Bescheid. Wirklich wahr? Das können Sie doch gar nicht so schnell. Sie schwindeln. Nein, nein. Können Sie am Freitag kommen? Nein, leider nicht. Was haben Sie am Freitag für Termine? Weiß ich jetzt nicht, aber ich bin in London. Ich muss arbeiten und ich fahre auch auf eine Hochzeit und ich habe... Also jetzt... Eine Hochzeit? Ja. Wo ist die? Die ist in London. In London. Sind das Banker, die da heiraten? Nein. Nein. Camilla? Das ist gerade kein dienstlicher Hintergrund, diese Hochzeit, oder? Nein, das ist auch privat. Das ist privat, ja. Ja? Ja. Frau König, vielleicht können wir Sie noch umstimmen. Glaube ich nicht, aber herzlichen Dank. Ja, wollen Sie Kohle? Hallo? Ja? Liegt's auch nicht am Geld? Nein, liegt nicht am Geld. Ich muss wirklich leider gehen. Ich habe hier nämlich einige Leute, die auf mich warten. Aha. Liebe Grüße und vielleicht gelingt es uns noch. Wir versuchen das nochmal. Ja? Okay, wiederhören. Wiederhören. Ich rufe den Chef an jetzt von ihr. Gib mir nochmal die Nummer, bitte. Gib mir nochmal die Nummer, bitte. Susanna. Die Nummer. Geh doch nicht in diese Bewerbungshaltung, sondern zeig mir die Nummer. Muss ich eine 0 vorwählen? Muss ich eine 0 vorwählen? Ich wähle einfach. Ja, jetzt reicht's mir. Jetzt rufe ich Mr. Goldman an. Der muss ja noch da sein, oder? Die Chefs gehen doch da bestimmt zuletzt. Horst Goldman und Walter Sachs. Hallo, Schmidt ist mein Name. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, ich bin da. Ja, Schmidt, ich hatte gerade schon mal angerufen. Könnte ich zufällig noch Herrn Goldman sprechen oder Herrn Sachs? Nee, das können Sie leider nicht. Die sind nämlich nicht hier. Tut mir leid. Ist irgendein Deutschlandchef im Haus? Moment mal, ich stelle Sie mal weiter. Danke. Wie ist Ihr Name? Bitte? Wie ist Ihr Name? Schmidt, Harald. Ich hatte gerade schon mal angerufen. Okay, Moment bitte. Haben wir die Zeit? Ja, natürlich. Wir müssen...
Wir müssen nur den großartigen Beitrag, wo Helmut bei David Duchovny war, dann morgen zeigen. Das ist sensationell. Das ist super gut. Helmut bei David Duchovny. Ja. Obwohl, morgen gibt es ja auch für die Zuschauer die Bücher von Martin Walser für den Urlaub. Der Lebenslauf der Liebe. Da geht es auch um einen Investmentbanker, der am Schluss aber inkontinent ist und sich nicht selber im Bett mehr umdrehen kann. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nein. Wenn ich denke, wie schnell ich da bei meiner Dorfsparkasse durchkomme. Nürtingen. Tut mir leid, da kann ich Ihnen heute nicht weiterhelfen. Es ist nämlich keiner im Haus. Kein Chef mehr im Haus? Nein, tut mir leid. Wo sind die denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Melden die Sie nicht ab? Keine Ahnung, bei mir nicht. Ja, aber haben Sie nicht so eine Handynummer oder so, dass Sie den irgendwo rausklingen? Nee, es ist wichtig. Ja, nee, ich kann Ihnen aber wirklich nicht weiterhelfen. Da müssten Sie morgen wieder anrufen, die sind nicht da. Wann ab morgen? Rufen Sie einfach morgen ab 8 an. Ich habe die Privatnummer Ihres Chefs. Soll ich die Ihnen mal durchgeben, ob die stimmt? Nee, lassen Sie mal. Das, rufen Sie lieber noch mal hier an. Das hat keinen Sinn, wenn Sie mir die Privatnummer geben. Ja, weil es ist wichtig. Ich möchte die Bank kaufen, also. Ja, ja, ich rufe ja? wieder an, ja? Danke, bis morgen. Tschö mit Ö. Die sind erlaubt. Mach sie weg. Geburtstage, das ist dieses Bankerleben. Hochzeiten, Geburtstage, dieses Gegickel die ganze Zeit, verstehst du? Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt Stadtsparkasse Köln angerufen hätte, ja, oder Volksbank Friesenhagen oder so, die hätten sofort den Filialleiter hierher gefahren. Selber, ja? Nein, Goldman Sachs, man scheint es wohl nicht mehr nötig zu haben. Naja, dann lest mal ruhig morgen Seite 1 Wirtschaftsteil FAZ, damit ihr wisst, was euch das kostet. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist die einzige weibliche Motorradrennfahrerin in dieser harten Männerdomäne. Sie gewann als einzige ein... Was? Sie bekam als einzige... Das ist so dermaßen dunkel unter der Kamera, was? Eine Startgenehmigung für den WM-ID. In Deutschland heißt es ID. Nein, in der. Ach so, ich dachte in Deutschland. Also... Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, bekam als einzige Frau eine Sondergenehmigung als Starterlaubnis in der 250 Kubikzentimeter Klasse. Und wer den Motorradsport liebt wie ich, der weiß, diese Klasse ist brutal. Sie hat bereits 2 Punkte gefahren in dieser eiskalten Männerdomäne. Herzlich willkommen. Es würde mich nicht wundern, wenn Goldman Sachs ihr 100.000 Mark beim nächsten Start auf den Helm schraubt. Herzlich willkommen, Katja Pönsken. Nimm Platz. Ich bewundere das zutiefst, was du machst, ja, aber ich bin natürlich in der Motorradwelt nicht so zu Hause. Und deswegen, das ist dermaßen dunkel unter der Kamera, wo ich das ablese. Deswegen lese ich es lieber zweimal, bevor ich da was Falsches sage. Es war schon richtig. Es ist aber richtig, 250 Kubikzentimeter, genau. Ja, und eine knallharte Männerdomäne. Du bist die einzige Frau, die da fährt. Wie reagieren die Männer auf dich in dieser... Klasse. Meine Konkurrenten, oder? Ja. Ja, wie reagieren die auf mich? Das ist natürlich ungewohnt, wenn ein Mädchen dabei ist, das erste Jahr. Aber ich muss sagen, ich komme mit allen sehr gut aus, mit allen Fahrern. Ja. Sie geben mir auch noch Tipps, wenn ich irgendwas wissen möchte zu einer Kurve, für einen bestimmten Gang oder so, welchen Gang ich da fahren muss, dann geben die mir jetzt auch noch Tipps, solange ich langsamer bin. Ach, sind die nicht fies, dass sie irgendwie eine Kurve, die du eigentlich mit 180 fahren kannst, da musst du den ersten schalten oder so? Also, dass sie dich reinlegen? Nee. Nein. Nee, so sind sie nicht. Das nicht. Es ist doch eigentlich, diese ganze Motorsportwelt ist doch eine unglaubliche Macho-Welt. Ja? Frauen sind doch da eigentlich reduziert auf, sagen wir, auf Häschen. Sie haben irgendwie knappe Höschen an, tragen Zigaretten rum, halten den Schirm und so weiter. Wie sieht das aus? Ist das im Motorradsport genauso? Ja, es ist natürlich schon so, im Fahrerlager, wo sich die ganze Sache abspielt, das sind fast nur Männer und die Frauen sind wirklich eben nur mit kurzem Rock, stehen die da rum und halten den Schirm und sowas. Aber bei mir ist es fast, ich fahre schon seit 8 Jahren Motorradrennen und es ist fast schon normal, dass die Katja eben auch dabei ist. Ja? Hast du dann auch die Frau, die den Schirm hält? Ich habe einen Mann. Nein? Ja. Wirklich? Ja, ja, immerhin. Ja? Ja, ich sag mal, die Leute, die den Schirm halten am Start, das ist ja mehr für die Zuschauer, ja, also als für die Fahrer, weil als Fahrer interessiert einen das sowieso nicht, ob da jetzt eine Frau mit einem kurzen Rock oder ein Mann mit der Boxershort steht. Ja. Aber für die Zuschauer, ich sage, es werden immer mehr weibliche Zuschauer an der Rennstrecke und die sollen halt auch einen Mann in kurzen Hosen sehen und nicht nur Frauen. Ist es dann eine männliche Entsprechung zu diesen knackigen Mädels?
Also eine leicht, wie soll ich mal sagen, feminin angehauchte Superfigur, die da steht und den Schirm hält? Oder so, es geht so, ein Monteur? Es geht so. Nein, schon ganz gut. Kannst du den selber raussuchen oder wird er vom Veranstalter gestellt? Der wird von meinem Sponsor, der sucht den raus. Aha, wer ist dein Sponsor? Duck Duck Energy Drink. Duck Duck? Das ist mein Hauptsponsor. Also ich habe mehrere, ja, aber das ist der Hauptsponsor, der also die Hauptkosten trägt. Das ist ein Drink, der verbrauchte Energie zurückbringt, wie früher Mars? Genau. Ja. Schmeckt das? Sehr gut. Ja, also du bist nicht so wie andere, wie bei Bayern oder so, wo man schlecht dann über den Sponsor redet, sondern du schätzt schon den Sponsor. Ja, es schmeckt mir auch gut. Also ich trinke es wirklich ab und zu. Natürlich nicht den ganzen Tag, aber ich trinke das ab und zu und es ist auch gar nicht so ungesund. Und ist das so was Milchartiges wie Müllermilch oder ist es so was wie Coca-Cola, was noch gesünder ist? Es ist so Red Bull ähnlich, aber die Energiestoffe sind irgendwie hauptsächlich aus Guarana-Extrakt, also so natürlich und also eben. Das ist sehr gut. Dieses Guarana ist jetzt der absolute Trend. Das kenne ich sehr viele, die das trinken. Ja. Man soll da nicht mehr müde werden. Das stimmt. Ja, also man soll das irgendwie, also die Energie sofort wieder aufladen. Genau. Ist das sensationell? Kann man das als sensationell bezeichnen, dass du 2 Punkte geholt hast in der Wertung? Also schon, ich habe dieses Jahr noch überhaupt nicht mit Punkten gerechnet. Ja. Für mich war erstmal die Hauptsache, dass ich mich für jedes Rennen qualifiziere. Und es ist auch nicht ganz selbstverständlich, sage ich mal, weil es gibt wie in der Formel 1 eine 107%-Hürde. Und das wollte ich also dieses Jahr schaffen und jedes Rennen zu Ende fahren, wenn es geht. Ja. Und dass ich dann in Italien eben die 2 Punkte geholt habe. Es war ein Regenrennen und Regen liegt mir sehr gut, weil ich sehr viel Gefühl habe auf dem Motorrad. Ja. Und also das Limit gut spüren kann, wenn es regnet. Und und das war schon sensationell eigentlich. Und das sind 2 Punkte, die kann mir niemand mehr nehmen. Also die habe ich jetzt, klar, ich stehe auf der Liste drauf. Und genau. Wie viel hat der Führende in der Wertung? Jetzt insgesamt Punkte. Ja, also ich meine, wie weit ist das so, damit man sich eine Vorstellung machen kann zum Titel? Ach, weit. Schon weit. Ja, schon. Der hat, weiß ich nicht, paar 70 oder? Ja. Ja gut, aber immerhin deine erste Saison und sich da zurechtzufinden und so. Und wir haben einen Ausschnitt von einem Sturz. Dieser Sturz sieht für mich unglaublich aus. Ja? Für mich als Laien steht nach so einem Sturz keiner mehr auf. Ja? Mhm. Aber man sieht, du tust es. Wo war der Sturz? Weißt du, welchen Ausschnitt ich meine? Ja, das war in Le Mans. Das war dieses Jahr. Es war unser 4. Rennen. Und da bin ich im Training gestürzt am Samstag und habe mich verletzt und konnte dann das Rennen am Sonntag nicht starten. Was war das dann für eine Verletzung? Ich habe eine Schulter-Eckgelenks-Sprengung. Oh Gott. Also man sieht es auch jetzt, wenn man weiß, der erste Aufschlag so auf dem Boden war die rechte Schulter und es hat auch wehgetan. Der erste Aufschlag. Die anderen Aufschläge erfahren wir gleich. Schauen Sie mir den Sturz an in Le Mans. So, das ist noch alles planmäßig, ja? Jetzt nicht mehr. Und jetzt, oh Gott. Also, da hast du doch eigentlich wahnsinniges Glück gehabt, dass die Maschine trotz allem an dir vorbeigeschlittert ist, oder? Ja, das ist also, die Maschine fliegt meistens in eine andere Richtung als der Fahrer. Das ist einfach physikalisch also, so. Genau, weil die viel schwerer ist als der Fahrer. Aber Wo kannst du sagen, woran hat es gelegen, dass du gestürzt bist? Ich habe hab einfach zu früh und zu schnell das Gas aufgezogen. Und dann passiert, das nennt man im Rennsport Highsider. Ja. Also man macht zu schnell das Gas auf, das Hinterrad fängt an durchzudrehen, rutscht ein bisschen weg, man macht das Gas automatisch zu, es fängt sich wieder und dann wie so ein Katapult schmeißt du ihn in die Luft und dann unkontrolliert auf den Boden. Also man kann da auch nichts kontrollieren oder so, dass man jetzt nicht gerade auf die Schulter fällt, da kann man gar nichts machen. Da ist nichts mehr. Da denkt man vielleicht noch, oh Gott, mich hat's erwischt und dann wartet man ab, was passiert, oder? Ja, man denkt einfach nur, im ersten Moment, wo das Hinterrad wegrutscht und sich wieder fängt, denkt man sich, shit, und mehr nicht. Musstest du dann weggetragen werden oder konntest du noch wieder selber aufstehen? Ich wollte aufstehen, aber wollten mich nicht aufstehen lassen, weil ich erst im ersten Moment hatte ich so viel Schmerzen und dann wollte ich aber laufen, weil es ist da immer so, dass man, wenn man in Frankreich zum Beispiel stürzt, dann muss man erst zu den französischen Ärzten und zu den normalen Ärzten, die da an der Rennstrecke eben angestellt sind. Und da wollte ich nicht hin, ich wollte also zu meinem bestimmten Arzt und habe dann ein bisschen die Zähne zusammengebissen und habe gesagt, mir tut nichts weh. Und die Franzosen wollten mich röntgen und alles. Und ich habe gesagt, nein, es ist überhaupt nichts, lass mich in Ruhe und so. Röntgen als Frau ist ganz schlecht, ich will ja auch mal Babys haben und so. Und ich hatte dann endlich überredet und ich musste dann auch alles durchbewegen und es hat total weh getan, aber ich habe nichts anmerken lassen. Und dann bin ich zu meinem Arzt, zum Dr. Costa, und habe die Tür hinter mir zugemacht und habe halt dann gleich, oh, meine Schulter, es tut so weh. Und ja, und der hat dann geguckt und hat gemeint, ja, das Dr. Rennen lassen Costa, wir. Dr. Costa, was ist das für ein Arzt? Und der Claudio Costa ist eben der Arzt, der immer dabei ist. Und der guckt halt ein bisschen aus der Sicht eines Sportlers auch. Also der guckt, ein normaler Arzt würde jetzt sagen, du darfst dich 4 Wochen nicht bewegen. Ja.
Und er sagt halt, okay, das können wir tapen hin und her und dann kannst du morgen wieder drauf. Und was ja vielleicht ein bisschen riskant ist, aber für den Fahrer natürlich sehr, sehr wichtig. Ja? Katja, letztes Mal haben wir gesagt, komm wieder, wenn du um die Weltmeisterschaft fährst. Ja? Genau. Das machst du jetzt eigentlich mit sehr, sehr großem Erfolg. Gleich. Und wir sagen, komm alle spätestens im nächsten Frühjahr wieder und dann sehen wir, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Ja? Das war sehr, sehr interessant. Bis zum nächsten Mal und toi, toi, toi bis dahin. Ja? Katja Pönsken, 250 Gewichtszentimeter Klasse und gleich Manfred Lehmann. Herzlich willkommen. Guten Abend. Bitte schön. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie mal bei uns sind, weil ich Sie seit vielen, vielen Jahren immer sehr, sehr gern sehe. Freut mich, wusste ich gar nicht. Ja, Sie sind ja so ein bisschen, kann man sagen, festgelegt auf den Bösen? Eigentlich nicht. Also umso länger ich das mache, umso mehr sind Charakterrollen eigentlich dabei. Ja, aber es war mal früher so. Na klar, früher mit den Lederhosen und der Lederjacke und... Ja. Prügeln und Zuhälter und jetzt bin ich irgendwie aufgestiegen, Puffbesitzer. Genau, jetzt kommen die Jungs von Goldman Sachs schon zu Ihnen nach Hause. Ja. Ja. Früher mussten sie noch hinterherfahren und irgendwie mit der Knarre anhalten auf der Straße. Ja. Es ist ruhiger geworden. Ja, aber jemand, das ist ja auch ein Zeichen von Qualität, jemand, der sich so, so viele Jahre im Geschäft hält. Ja. Und was haben Sie für eine Beziehung zu Jerry Cotton? Hatten Sie vorher eine, bevor Sie das gesprochen haben, oder sind Sie nur durch die CDs daran gekommen? Also ich war in meiner Kindheit auch Jerry Cotton-Fan, da gab es ja nicht so viel. Und gerade diese bisschen Sex-Szene, die ich so gehört habe, das tönte mich als Kind unheimlich an. Da gab es ja, ich meine, wenn ich einen Playboy von hinten, von Weitem gesehen habe, da war schon was los. Und diese kleinen Sex-Szenen, die fand ich... Leider sind da ein bisschen zu wenig von solchen Sachen. Ja, ich hatte aber den Eindruck, früher waren die nicht so drin, oder? Das ist ein bisschen... Weiß ich nicht mehr. Ja, oder früher hat uns mehr aufgeregt, irgendwie noch Kleinigkeiten oder so. Wahrscheinlich. Auch so Szenen wie dann Jerry Cotton, der oft bewusstlos in der dunklen Kammer lag und sich gerade... Man wusste immer, er kommt noch mal raus, das der ist kommt klar. Immer wieder. Er muss der rauskommen. Kommt, der kommt, ja. Ja? Ja. Haben Sie eine Lieblingsfigur im Jerry Cotton? Jerry Cotton oder Phil Decker? Phil Decker. Dann eigentlich schon Jerry Cotton. Ja. Haben Sie auch die Filme gesehen mit George Nader? Habe ich, in 60er Jahren, ja. Die haben mir aber nicht gefallen irgendwie. Nee, also es war irgendwie... Die waren so deutsches Studio und da fehlte so der Pfiff. Die hatten noch mit ein bisschen mehr Geld damals vielleicht. Ja, so. Man hat sich's angeguckt. Und nur der Jaguar E-Type, den habe ich übrigens auch mal gefahren. Wirklich? Ja. Ist das eigentlich ein zuverlässiges Auto? Nee. Wirklich? Aber ich meine, ich war 21 und hatte von meinem Vater eine Hypothek geerbt. Ja. Da kam jemand an und sagte, oh, ich habe hier einen Jaguar E und den gebe ich dir nur 2000 Mark. Ich sehe den Jaguar E mit 21. Dann fuhr ich das Ding und dachte, irgendwie passt da nicht rein, weil ich hatte gar kein Geld, die Reparaturen zu bezahlen, wenn da was. War das so häufig oder ist es... Die Bremsen, weiß ich noch, die Bremsen waren immer am Arsch. Ist es mittlerweile besser? Weiß ich nicht, fahr keinen mehr. Was haben Sie jetzt für ein Auto? Mercedes, irgendwann jetzt mal ein Alpha oder so. Ja, aber das ist noch ein bisschen so die sportliche Ader geblieben, oder? Ein Alpha und so? Ja, ein bisschen, ja. Ja. Sie sprechen Bruce Willis und Sie sprechen Gérard Depardieu. Wer ist schwieriger zu synchronisieren? Ach, schwierig gibt's da nicht. Es kommt immer auf den Film drauf an. Also, klar, Gérard quatscht unheimlich viel und er redet viel, viel mehr als Bruce zum Beispiel. Das hat wieder einen Vorteil, verdienst mehr bei Gérard. Weil es geht nach Text, man wird nach Text bezahlt. Aber irgendwie mag ich, glaube ich, Bruce Willis lieber. Ja? Können Sie sagen, warum? Die Ausstrahlung, ich weiß nicht. Ich habe den noch mal getroffen und wir haben uns mal so kurz gesprochen und ich fand ihn unheimlich sympathisch. Gibt es so einen klassischen Bruce Willis-Satz? Klar. Yippie-yay, Schweinebacke. Was war das, Pulp Fiction? Nein. Nee, das war immer in Die Hard 1 und 2. Ah ja. Das haben Sie alle gemacht, diese Filme, ja? Ich habe nicht Die Hard 3 gemacht, sage ich immer wieder, weil ich habe eine Fernsehserie in Thailand gedreht und da war Die Hard 3 musste synchronisiert werden und ich war einfach nicht da, ich kam nicht. Und die haben mich nicht verschoben, also hatten andere gesprochen. Aber Sie sind schon der amtliche Sprecher, auch bei der Radio? Ja, seit, glaube ich, 15 Jahren spreche ich den. Da fing der eigentlich erst an in Deutschland mit der Karriere. In Amerika sind ja synchronisierte Filme überhaupt nicht im Kino. Ja? Ich habe den nochmal gefragt. Freut er sich dann, wenn er seine deutsche Stimme kennenlernt? Nein, ich habe ihn gefragt, ob er schon mal sich in Deutsch gesehen hat. Ja. Hat er aber nicht. Hat er nur gelächelt und gesagt, nee. Und wenn er jetzt einen kleinen Chinesen hat oder so und der sagt, ich bin Bruce Willis, interessiert den auch nicht so. Nee, ist klar.
Man sieht ja immer, ja, ich finde, man sieht ja immer im Urlaub, wenn man so irgendwie Derek oder so in Italien sieht, ne? Hey, Stefane. Und so, man ist ja da. Also das klingt schon irgendwie merkwürdig, aber man freut sich natürlich auch, wenn man diese deutschen Serien dann Ich habe mich auch schon ein paar Mal gehört auf Italienisch. Ja? Ja, ist witzig. Und, hat es was? Nee, aber... Weil ich, das wird ihm, dem geht's genauso. Der sieht sich und hat auf einmal eine andere Stimme. Ja. Und da muss man erstmal lange gucken und sagen, wer ist denn das? Oder, also fällt schon ein bisschen schwer. Obwohl, ich könnte natürlich nie Italienisch mich selber synchronisieren. Hm. Haben Sie ein Verhältnis zur Tour de France jetzt? Ja? Leidenschaftlich. Woher kommt das? Vielleicht von meinem Vater, der war 6-Tage-Rennfahrer, aber in den 20er Jahren. In Berlin? In Berlin, aber der hat das erste 6-Tage-Rennen in München gewonnen. Vielleicht daher, aber dann gab es wieder so eine Geschichte, der ist gestorben, 51, und ich hatte dann so ein paar Fahrradrahmen gehabt und wir Jungs sind immer um den Block gefahren, so Rennen gefahren. Und ich hatte wirklich das beste Gerät, also zur damaligen Zeit, und die anderen hatten vorne 24er, hinten so ein Kleinrad und so. Und ich habe immer verloren. Von daher, also es ist nicht so, dass ich ein großer Rennfahrer, aber ich sehe es unheimlich gerne. Ja, es ist unglaublich, diese Leistung, die da gebracht wird, oder? Wenn man diese Berge sieht, diese Steigen, wie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da hochkommt, ohne irgendwas zu nehmen, aber ich sehe es doch. Ich glaube auch nicht. Aber der Trick ist eben, das Richtige zu nehmen, dass man nicht erwischt wird, ne? Ja. Oder einen Italiener mit auf dem Zimmer zu haben, den man rausschicken kann, wenn die Razzia kommt oder so. Oder sowas, ja. Aber es ist unglaublich. Aber es ist unmenschlich, also man, diese Berge, wie man da hochfahren kann, kommst du mit dem Auto kaum hoch. Ja, aber ich finde das sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich finde es auch faszinierend. Was machen Sie zurzeit? Drehen Sie einen neuen Film, oder? Ich drehe gerade in Berchtesgaden, da muss ich morgen früh wieder hin. Tierarzt Dr. Engel, das ist eine Fernsehserie. Drehe einen Rom-Film, über den ich nichts sagen darf. Weil ich, wirklich? Ich weiß nicht warum. Ich hatte Stress, ein bisschen Stress mit den Produzenten und war auf dem Rückflug und habe gesagt, ich bin bei der Harald Schmidt Show, ja. Ich werde kein Wort über euch sagen. Aha. Und dann ruft mich meine Agentur an und sagt, du darfst nicht sagen, wo du drehst, sonst gibt es eine Konventionalstrafe. Also ich bin jetzt hier, stelle einen Film vor, den ich nicht vorstellen kann. Das ist auch mal neu wieder. Das ist auch mal was Neues und das ist eigentlich für den Film vielleicht die Sensation, weil die Leute jetzt rätseln. Was macht die Lindenstraße in Rom? Oder so. Ne? Die dürfen das auch immer nicht, Konventionalstraße, wenn die sagen, ob Mutter Weimar heiratet und so. Ja. Aber der Schwachsinn ist, ich soll nicht mal sagen, wie der Film heißt oder so. Dann sage ich es auch nicht. Nee. Kommen Sie wieder und sagen Sie es dann. Nee. Wollen Sie nicht mehr wiederkommen? Doch, aber nichts sagen. Ja, das finde ich eigentlich gut. Ich das völlig stressfrei und in Rom, die Dreharbeiten sind wunderbar. Ja. Aber ich weiß ja nicht, was der für ein Problem hat mit mir. Ist ein deutscher Produzent? Ja, klar. Ein Bekannter? Nee. Zahlt er pünktlich? Weiß ich noch nicht. Sie haben ja zumindest als Überbrückung, bis dieser Film dann raus ist. Ja, hier werde ich ja schon Millionär davon. Ne? Das kann man wirklich allen Jerry Cotton-Fans nur ans Herz legen. G-Man Jerry Cotton, Route 66, Straße zur Hölle, mir blieben nur noch Stunden und so ist weiter. Ist eine schöne Geschichte fürs Auto. Ja, oder ideal, absolut. Wer darauf steht allerdings. Bitte? Wer darauf steht, sage ich. Ja, das ist klar, aber gut, das ist ja auch mit Filmen oder Musik ja, so. Ja, klar. Also ne? Ja, Jerry Cotton fürs Auto zum Hören nachts. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal, mit oder ohne Filmtitel. Hat mich sehr gefreut. Ja? Manfred Ehmer, meine Damen und Herren, morgen Abend, großer Martin Meiser, Buchabend und Marie Bäumer. Dankeschön, gute Nacht.